Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, werde ich hier wieder Dauerwerbesendung einblenden, damit ich ja keinen Ärger bekomme, was das angeht. Und ja, ich möchte ganz gerne mich erstmal bei euch bedanken für den letzten Post. Ich hatte ja einen Post gemacht, wo ihr mir Vorschläge schicken könnt. Und da haben sich viele auch das Video gewünscht. Ich habe auch eine Zuschauerin, mit der ich auch über Direktnachricht Kontakt habe auf Instagram, die sich das auch sehr speziell gewünscht hat. Ich grüße aber trotzdem dich und auch andere ganz doll und bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und ich wollte sowieso ganz gerne auch dieses Video machen, weil mich auch sehr, 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 sehr die Sachen interessieren und ich wollte sie austesten. Und ja. Und zwar möchte ich ganz gerne mit euch gemeinsam ein XXXXXL-Video machen zum Thema Schminktisch, Schminkkörbchen mit den Produkten von Essence. Ich habe sehr viele ältere, neue Schätzchen, Produkte, die ich lange in meiner Sammlung habe und ich habe sie alle hier und ich möchte sie alle wieder testen, ausprobieren, aufbrauchen und ja, ich hoffe, euch freut es. Es haben auch sehr, sehr viele auch geschrieben, sie wünschen sich ein Tutorial, ein Get Ready With Me mit den ganz neuen Produkten aus dem letzten Haul-Video. Und das werde ich auch hiermit einbinden, also seid gespannt. Aber ihr kennt ja meine Standardprodukte, die zeige ich euch erstmal. Die sind zwar nicht Essence-tauglich, aber ich möchte die gerne aufbrauchen, damit die leer gehen. Und da wollte ich euch auch ein bisschen erzählen, so ein paar Vergleiche erzählen und ja. Auf jeden Fall Puder natürlich von Alverde. Das ist auch schon fast gehitzte Pan, weil ich merke schon diesen Stein oder halt dieses Fändchen hier über diesem Puder. Das hellere hier, merke ich, ist schon wesentlich mehr aufgebraucht wie das bräunliche, obwohl ich das immer gerne zusammenmische. Das ist eigentlich ein Bronzer oder Konturpuder, aber ich merke im Gesicht davon nichts. Deswegen wird es als mattierendes Puder benutzt oder als Setting-Puder. Dann habe ich noch, ich trage zwar sehr, sehr selten durch die heiße Wärme, Hitze, ne, trage ich sehr selten CC Cream, BB Cream Foundation. Aber wenn es etwas kühler wird oder ich habe einfach Lust, dann benutze ich immer noch die CC Cream von Revive Look in der Farbe Sand Beige. Das dunkelt ein kleines bisschen nach, also nehmt da bitte nicht zu viel von. Mehr wollte ich euch nur sagen. Wenn es passiert, habt ihr immer noch ein mattierendes Puder, ein helles Puder eurer Wahl. Dann könnt ihr das ein bisschen verhellen, etwas heller gestalten euer Gesicht und dann geht das schon. Oder ihr macht dann halt hellere Konturen, dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Wenn ihr es doch dunkler haben wollt, oder ich habe das auch schon mal als Kontur-Bronzer-Hilfe benutzt, oder ich möchte gerne den Bronzer darüber haltbarer machen, habe ich das Color and Care Mix Your Makeup in Dunkel. Ich habe das auch in der hellen Variante und davon braucht man wirklich nicht viel und es ist immer noch relativ voll. Dann habe ich noch die P2 Perfect Face Make-Up Base. Wenn ich kein Puder machen haben möchte oder keine CC BB Cream Foundation haben möchte, aber ich möchte trotzdem etwas Glow, dann nehme ich diese Base. Die hat nicht reflektierende Pigmente drin und dann nehme ich das für die Wangen, für die Nase, für bisschen Kinn und Stirn und ja, und auch als Base für die Augen, wenn ich dann darüber Lidschatten auftrage, mache ich das auch schon mal. Das ist dann das. Dann habe ich noch Nagelwachs von P2, es wird und wird nicht leerer. Ist immer noch sehr, sehr voll. Man braucht ja auch nicht viel. Und dann habe ich noch zwei Augenbrauenprodukte. Allerdings muss ich sagen, benutze ich nicht gerne Augenbrauenstifte mehr. Früher habe ich das immer mal wieder getan, aber mittlerweile stört mich das, weil ich habe gemerkt, egal ob ich mit Spuli mitarbeite oder anderen Produkten dazu arbeite, ich merke,
dass dieser Stift oder auch generell mal die Augenbrauenstifte von damals von mir machen meine Augenbrauen sehr, sehr markant. Und ich liebe eigentlich meine Augenbrauen. Ich sehe das gerade hier im Spiegel. Ich liebe sie. Ich mag sie, sie sind schön definiert. Keine Lücken. Aber wenn ich mal gerne Definitionen haben möchte, dann nehme ich am besten immer mal gerne Puder, weil sie sind A, auf den Augenbrauen sehr natürlich. Das ist hier zum Beispiel eins von Art Deco. Und ich mag sehr, sehr natürliche Augenbrauen. Und wenn ich dann halt Augenbrauen mal definieren möchte, dann nur mit Puder, weil sie etwas natürlicher aussieht von der Farbe her. So, ne? Das ist dann halt das. Und wie gesagt, das ist zwar ein Geschenk gewesen von Wet n Wild Brunette Do It Better von meiner Tante damals. Aber wie gesagt, ich brauche das jetzt nur noch auf. Ist auch nicht mehr ganz so extrem viel mehr. Müsste ich mal wieder anspitzen. Aber wie gesagt, ich mag es nicht. Ich habe das immer so gemacht, weil es zu markant aussah. Augenbrauenstift. Dann Puder, dass es dann ein bisschen weicher wird und, ja, nee, Quatsch, erst Spoolie, dann Augenbrauenstift, dann Puder und dann nochmal Spoolie zum Verblenden. Aber dennoch sah es richtig, richtig markant aus und nicht so für mich natürlich. So, genau. So, das war dann das. Und wenn ich dann mal was ausprobieren möchte, nehme ich von Essence diesen Augenbrauen Puder, da gibt es zwei Sorten, meine ich, einen helleren und einen dunkleren. Das ist jetzt hier dieses aschige. Der ist allerdings etwas gräulicher wie der von Art Deco, aber man kann es immer mal wieder ausprobieren, wie es ist, oder man kann es mischen, wie man es möchte. Und ich habe ja noch Concealer von Essence, das Match to Cover Cream Contour, Cream Concealer, sorry, das ist die Wärme, in Duo-Form. Das werde ich vielleicht mal benutzen. Das werde ich zwischendrin mal immer wieder benutzen zum Aufbrauchen, weil ich mag es so gut wie gar nicht mehr. Erstens mal sind mir das doch viel zu viele Farben. Ich benutze die meisten Sachen, um zum Beispiel als Konturhilfe, als Base für die Augen. Sollte ich diese beiden Produkte nehmen, dann muss ich natürlich Puder oder sag mal schnell BB Cream, CC Cream, Foundation benutzen, und ja, weil dann sieht man das Grüne ja und dann sieht man aus wie Hulk, und ja, das muss ich aufbrauchen irgendwie. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt mal meine Grundprodukte. Die hole ich jetzt mal alle hier raus. Ich habe hier neben nämlich meinen Antonius-Behälter. So, da haben wir jetzt mal, wir fangen mal mit den Kajalen an. Da habe ich ja einiges. So, ich habe neuere wie auch ältere Schätzchen als Kajal hier. Und zwar habe ich drei Kajale von Essence Effect, also aus der Effect-Reihe von Essence. Einmal ein grau-silber-schwarz Robocop, einen grünlichen mit dem Namen Iron Hulk und einen lila mit pinken Glitzer, und das ist Metal Phantom, genau. Das sind dann diese drei aus der Effektreihe. Dann habe ich fünf normale Kajale. Zwei davon sind schimmernd. All I Want, das ist ein, ja, Cappuccino-Braun, ein helles Braun. Dann die Farbe White.
Dann die Farbe Black. Dann aus der normalen Reihe die Farbe 4, The Eclipse. Aber da ist so ein leichter Schimmer mit drin. Das ist so ein Gemisch aus Schwarz und Blau, weil es so sehr tiefblau ist. Und etwas Schimmerndes, das ist die Farbe Teddy. Und dann aus der neuen Reihe, aus der neuen Kollektion von Essence, ist das auch ein Kajalpencil. Die Farbe Feel the Maritime. Eine wunderschöne Farbe. Und das probiere ich dann auch mal aus. Genau. Dann habe ich noch drei Wimperntuschen aus der Reihe I Love Extreme. Die Waterproof Mascara kennt jeder. Da gibt es ja die schwarze und die pinkene. Oder die rosane, ne? Und ich habe jetzt die Waterproof-Version. Die ist auch wirklich ganz gut. Dann als Farbklecks Color Flash Volume Mascara in Blau. Und von Lash Princess Volume Mascara. Gibt es auch in der grünen Variante. Wenn die aufgebraucht ist, dann probiere ich die grüne. Ich weiß aber gar nicht, ob es von dieser bunten Reihe auch noch andere gibt oder ob das halt meine erste und letzte ist. Ich habe es nicht so genau gesehen. Aber Mascara mal den Bund, um unten zu tuschen oder oben oder alles. Gibt es ja so Mädels bestimmt unter euch. Dann habe ich nochmal vier Bases rausgesucht. Manchmal gehe ich auch ohne Base. Arbeite ich dann oder ich benutze, wie gesagt, die Make-up Base schon mal als Make-up oder beziehungsweise als Base für die Augen. Aber ich habe aus der Effektreihe noch die drei Creme-Lidschatten. Einmal UK Stonehenge, das ist ein dunkleres Braun. Dann die Farbe Brazil Sunset, das ist ein helleres Braun. Und Chinese Groove, genau, so ein Peach-farbener. Die benutze ich zwischendurch. Und aus der Metal Shock-Reihe habe ich die Farbe Solar Explosion in einem schönen Gold. Das wollte ich mal ausprobieren. Konnte ich jetzt mit Lidschatten ausprobieren. Mit Braun, halt mit Jutefarben, Schwarz, mit Peach-Tönen. Wie ich das mal ausprobieren möchte, wird mal getestet. Das ist dann das. Dann habe ich noch einzelne Wangenprodukte. Ich muss euch sagen, der Rest ist Palettenform. Deswegen habe ich auch die Prospekthalterteile hier oben stehen. Und dann kommen die alle dann so weit rein, wie es geht. Aber zumindest die einzelnen Sachen kann ich ja hier so weit einsortieren. Dann habe ich hier einzelne Sachen für Wangen. Ich habe zwei Konturprodukte, einmal in, oder Bronzerprodukte, einmal aus der Metal Chrome Reihe, die Farbe The Beauty and the Bronze. Das ist ein Blush, aber ich werde das, glaube ich, nicht wirklich als Blush verwenden, sondern als Bronzer oder Konturpuder mit Schimmer. Zweckentfremden, um den Highlighter so ein bisschen zu sparen. Ist ein wirklich schöner Ton. Und dann als zurückhaltende Farbe aus der Matte Touch Kollektion die Farbe Rose Me Up. Ist aber nicht Rosé. Ist für mich ein helleres Nude. Genau. Das benutze ich dann als Gegenstück. Dann habe ich noch aus der alten Hidden Stories LE das Ding ist kaputt. Jo, ist abgebrochen. Naja, aber zumindest halten die Produkte noch.
Das ist aus der eigenen Stories LE, Rose in Wonderland, in, halt in Rosé, Highlighter in Cremeform und Enter Wonderland in so einem Flieder Weißgemisch Creme Highlighter. Dann aus der Reihe Soap Blush Cream to Powder in der Farbe Sweet as a Peach. Jawohl, so ein schönes Peach und sehr frischer Ton habe ich auch dabei. Und aus der alten Cookies and Cream LE Shimmer Pearls, das aber jetzt pudrig bzw. pulverig ist, weil ich das zerdrückt habe, zermalt habe, damit das schneller aufgebraucht wird, habe ich das dann so einfach mal damals zerdrückt. Genau. So, dann gucke ich mal gleich, wie ich das letzte Fach gleich mache. Vielleicht mache ich da auch Produkte rein, dass ich hier was habe und auf die anderen Seiten was verteile. Muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal weiter an mit Gesichtsprodukten. Und zwar war ich ja immer hinterher mit den neuen Produkten und ich fand ja diese Reihe sowas von toll, dass ich das ja geholt habe, weil ich ja traurig war, dass von meiner alten Paletten von Kiko die Refills aus dem Sortiment genommen wurden. Und dass Essence sowas rausgebracht hatte, hatte mich richtig glücklich gemacht. Ihr müsst aber bedenken, ich habe jetzt die Produkte in LE und Standardsortiment, deswegen sind die auch fast identisch. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Fixing Puder, Highlighter und einen Matten und einen Shimmering Blush. Dann habe ich hier noch die ganze Palette voll mit Shimmering Blushes, mit Matten Blushes, Semi-Matt und Semi-Schimmernd und dann nochmal Fixing Puder, Bronzer und Highlighter noch dabei. Das ist wirklich super. Dann haben sich ja einige gewünscht, dass ich die neuen Paletten mal im Einsatz zeige, in Tutorials oder halt im Get Ready With Me's oder auf Bildern, wenn ich dann mich traue. Und da habe ich jetzt die Go for the Glow Paletten. Einmal die The Cools. Das ist ja die mit den Sternen. Das sieht man hier ein bisschen wieder. Hier kann man das, glaube ich, ein bisschen besser sehen frontal als letztens so seitlich, glaube ich. Und die Reihe Go for the Glow The Warmth. Und hier kann man das ein bisschen sehen, dass hier schöne Palmenblätter drauf sind. So ein bisschen. Kann man hier ein bisschen besser, glaube ich, sehen, ne? Genau, das sind dann halt die Farben. Das mache ich jetzt mal beide auf, damit das ein bisschen Flugzeug hier geht und nicht ganz so lange geht das Video. Aber wie gesagt, es wird ein XXL-Video werden, aber dennoch versuche ich einiges schneller zusammen zu zeigen. Also das ist The Cools und das ist The Warmth. Genau. Verschiedene schöne kühle und warme Highlighter sind auch noch mit dabei. Und dann aus der Create and Transform My Wonder Face Palette habe ich noch die hier rausgekramt. Ich möchte aber noch in YouTube-Videos schauen, wie das Ganze funktioniert, weil hier ja auch so eine Base ist oder so eine Vaseline. Ich weiß es nicht. Werde ich dann feststellen, wie es funktioniert. Oder wenn es damit nicht funktioniert, dann kann ich die ja auch einzeln verwenden. Weil es auch ein Peach dabei, außergewöhnlichen Lila-Ton, Nude-Töne, Highlighter-Töne, deswegen, ne? Weil bleibt das jetzt erstmal hier so liegen und werde das gleich oben einsortieren oder hier daneben. Ich muss auch sowieso hier nochmal umräumen. So, dann fangen wir mit Lidschatten an. Da habe ich einige. Ich habe jetzt, um das mal noch weiter zu benutzen,
und aufzubrauchen, habe ich nochmal aus der Quattro-Reihe Magenta and Me mir nochmal genommen, um zum Beispiel, wenn andere Farben nicht so intensiv sind oder ich möchte halt nur mit dieser Palette arbeiten, beziehungsweise wenn Lidschatten nicht so intensiv sind und die Farben sind identisch, so wollte ich das sagen, kann man damit verdunkeln, verhellen, highlighten und so weiter. Genau, das wollte ich damit dann machen. Dann natürlich darf nicht fehlen die Reihe My Must Have. Da habe ich jetzt ganz, ganz viele Lidschatten drin aus LEs und Standard. Einmal so, kann ich euch mal geöffnet zeigen, ist besser, ne? Obwohl, ihr habt das, glaube ich, auch nicht hier geöffnet gesehen, egal. Auf jeden Fall, das sind erstmal die Lidschatten. So. Dann die hier in der dunklen Variante. Passt ja auch ganz gut. Das sind so eher wahrscheinlich so Pastelltöne mit noch einem dunklen, ne, Schimmertöne mit dunkleren Tönen dabei. Das ist dann halt sozusagen Smoky. Dann habe ich hier auch nochmal so ein bisschen Smoky, ein bisschen schimmernd zusammengestellt. Ich habe auch so einen kleinen Tick, und zwar reihe ich die immer nach Nummern ein. Und manche Nummern sind gleich und deswegen sind die Zusammenstellungen dann halt so. Und dann habe ich noch die zwei. Da fehlen aber noch zwei andere. Da sind noch keine neuen hinzugekommen. Aber das sind dann halt die zwei letzten Töne. Genau. Von dieser Reihe. Dann habe ich noch die hier in der Limited Edition Palette. Auch sehr schön. Ja. Und dann nochmal aus der normalen Standardreihe. Dann halt die Töne. Ja. Also ihr seht, ich habe viele verschiedene Töne und Farben und Formen. Dann habe ich noch aus der Rocking Rebel Kollektion. So, aus der Rocking Rebel Kollektion halt nochmal so eine Smoky Palette, um damit nochmal ein bisschen zu spielen. Dann habe ich noch aus der alten Love Letters LE noch so eine Pastellpalette zum Highlighten nochmal. Oh, ich sehe gerade, dass einer abgebrochen. Wahrscheinlich in der Schublade irgendwie auseinandergegangen. Das ist aber nicht gut. Warte, ich mache das mal kurz mit einem Tuch sauber, um die Farbe nicht zu verfälschen. So. So, dann bin ich auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall Love Letters LE zum Highlighten, Verdunkeln etc. Das tun wir jetzt mal vorsichtig. Ja, habe ich jetzt meinen Einmal jetzt nicht da. Machen wir gleich. Dann habe ich aus der Create and Transform Eye-Kollektion ja, diese Farben zu mischen und halt einfach zum kreativ austoben. Genau. Und wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal nochmal in YouTube schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, das ist eher so die normalste Palette. Alles andere muss ich dann halt nachgucken. Dann natürlich habt ihr euch ja gewünscht, dass ich die neuen
Paletten aus der neuen Thread Edition ausprobiere. Born Awesome Palette. Auch mit einem Highlighter dazu. Eigentlich brauche ich das nicht so. Na, klein, ihr kennt das ja schon. Not Your Princess. The Future Is Me. Und To Clam, To Give a Damn. Na, ja, genau. Die habe ich dann noch mit dazugelegt und ich weiß, ihr werdet sagen, wie bekloppt bist du eigentlich, aber my situation, meine Sache, meine Verrücktheit, ne? So, okay, so dann geht es los mit Lippenprodukten, da sind wir auch schon fertig. Ich habe auch schon gedacht, ich wäre noch länger unterwegs, aber ich glaube, wir sind bei fast gleich 30 Minuten, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde jetzt den Rest erstmal, oder einen Teil davon werde ich jetzt gleich in die kleine Ecke hier reinlegen, in die mittlere Schublade, damit dann ein bisschen was verteilt ist. Vielleicht brauche ich auch diese Prospektaufsteller nicht. Ich guck mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt von Essence ganz, ganz viele Lippenprodukte. Die werde ich jetzt mal hier direkt reinschmeißen. Ich habe kleine Sekunde. Lip Liner, 2 Stück. Ich habe das Gefühl, ich hätte eigentlich noch mehr, aber ich habe die nur gefunden, die 2. Einmal von Essence. Die Farbe. Cute Pink. Und aus der neuen Reihe Long Lasting Lip Liner in der Farbe Yummy Berry. Habe ich da mit drin. Dann aus der schwarzen Reihe die Farbe 01 Calling. Ich habe auch einen Nuding, das ist aber im Moment in meiner Korrekturtasche im Rucksack. In der Arbeitstasche, manchmal benutze ich das schon mal. Das wird dann quasi auch mit dabei sein. Dann aus der alten Kollektion noch die bunten Verpackungen. Dazzling Beige. Ich werde auch hier gucken, ob ich irgendwas aussortieren möchte. Snacks den Lippenprodukten oder so. Mal gucken, ob ich die noch tragen möchte oder nicht. Und wenn nicht, dann sortiere ich die natürlich aus. So Nude mit Glitzer übrigens. Coralize Me, halt so ein schönes, frisches Korall. Dann Almost Famous, das ist ein rötlicher Ton, der aber nicht knallig ist, sondern ganz, ganz, ganz leicht. Finde ich auch immer gut für den Sommer. Dann die Farbe All About Cupcake. Das ist dann aus der alten Serie ein Nude-Ton. Und nochmal ein Nude in the Nude. Das ist dann auch nochmal ein etwas helleres Nude. Genau. So, und dann noch aus dieser neuen Kollektion Candy Love. Das sind die Cheer and Shine Lippenstifte. Das habe ich dann auch nochmal rausgeholt. So, das ist dann das. Das lasse ich auch erstmal so stehen. Da werden oben dann halt die anderen Produkte hinzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel aus der Stay Matte Lip Cream Reihe die Farbe Velvet Rose. Aus der Stay With Me Long Lasting Lip Gloss Reihe die Farbe Favorite Milkshake. Dann habe ich ja ganz, ganz neu gekauft, ach nee, nicht ganz, ganz neu gekauft, nee.
ist wieder eine andere Marke. Moment. Kamera war fast ausgegangen und ich habe jetzt die falsche Marke rausgeholt. Weil ich dachte, das gehört auch noch mit zu Essence, weil die identische Verpackung hatten. Deswegen verzeiht mir eben gerade auch den Abbruch. Also nicht ganz neu gekauft, wie gesagt, ne? Und das ist neu gekauft, aber von P2, aber jetzt geht es weiter mit Essence. Wir gucken einfach mal, dass ich nicht schon wieder was Falsches sage, genau. Dann habe ich einmal von Essence aus der XXL Scheinreihe die Farbe Sparkling Papaya in so ein Peach mit Silberglitzer. Aus der XXL Scheinreihe Candy Kiss, das war, glaube ich, war das Kalender oder war das irgendwas anderes? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall das. Und dann noch aus der Essence XXL Long Lasting Lip Gloss Reihe. Die Farbe Baby Doll's Favorite. Das sind dann die. Dann aus der Effektreihe Lip Gloss die Farbe. Oh lala. Aus der alten Kollektion, die mir noch gefällt und auch noch in Ordnung ist, ist das eine Liquid Lipstick, flüssiger Lippenstift in der Farbe Schlag mich tot. 01 Color Party. Ja, genau. Dann aus der nochmal XXL Scheinreihe die Farbe True Love. Dann aus der Matt Long Lasting Lip Gloss Kollektion die Farbe Girl of Today. Und dann habe ich ja noch so ein Lip Gloss bzw. Lip Butter Stick mir mal gekauft. Matt Love steht hier in der Farbe. Weiß ich nicht mehr, das ist irgendwie abgeblättert. Dahinter steht Gold. Ja, auf jeden Fall ist das so ein schöner Rot-Bordeaux-Braunton. Das habe ich dann. So, mal gucken, ob das dann auch noch hineinpasst. Dann habe ich einfach frei. Dann kann ich da meine ein paar Lidschatten oder Blush-Sachen reintun. Ich guck mal gleich. Dann habe ich aus der My Must-Have-Reihe auch da ganz viel geplündert. Einmal die Palette mit den ganzen Farben. Ich habe, glaube ich, aus Versehen 2-3 Stück gekauft, weil die oben alle identisch sind, aber egal. Der eine in der Mitte ist ein bisschen dunkler, alles andere habe ich, glaube ich, aus Versehen doppelt gekauft. Ist nicht schlimm. Dann habe ich Lila-Töne und halt noch so einen Nude-Ton. Oben sind dann die Bases. Und dann habe ich ja noch dazwischen, ist zwar nicht von Essence, aber ich habe auch heute gesehen, es gibt wieder eine LE, wo auch Lip Scrubs sind. Wenn es die noch gibt und die leer ist, kaufe ich die Limited Edition mal, wenn es die noch gibt. Aber ich habe ja von Maybelline das Master Glaze Lip Scrub. Habe ich auch schon mal zwischendurch ausprobiert. Also ich mache das ja so, dass ich das auf die Lippen tue, einmassiere und dann den Lippenstift oder Lipgloss drüber. Und dann hält es so ein bisschen und klebt dann auch nicht so sehr. Das kommt natürlich mit dabei. Und dann habe ich noch zwei andere Farben. Wenn das die jetzt sind und ich die jetzt nicht ins Lidschatten habe. Nee, Lippenpuder, genau. Habe ich jetzt noch so zwei dunklere Braun- und Bordeaux-Töne. Die kommt dazu, das passt noch. Und dann kommt noch dazu das Create and Transform Lip, My Wonder Lip. Ach, immer das rausfallen. So. Und das ist ja auch eine spezielle Palette, da kann man die Farben so ein bisschen mischen. Mal gucken, vielleicht kann ich die ja auch mit den Lippenpuder und Lipglossen so ein bisschen
als Topper benutzen. Ja. Ist richtig cool. Mit ganz, ganz vielen verschiedenen Tönen. Bin ich ja mal gespannt. Das ist ja hier so ein Wachs. Aber wie gesagt, ich werde mir nochmal in Ruhe ein paar Videos anschauen und schauen, wie es funktioniert. Damit ich das natürlich auch mit euch teilen kann, wie es funktioniert. Und ja, das war mein XXXXXL Schminktisch-Schminkkörbchen mit den Produkten von Essence. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen gefallen und Spaß gemacht, dass ich zumindest diesen Wunsch erstmal erfüllt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich glaube, wo ich jetzt das Video drehe, ist schon fast spät am Abend. Ja, ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht, einen schönen Tag für am nächsten Tag, genau für die, die am nächsten Tag schauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, habt euch lieb und bis dann. Tschüss.